Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu meinem Input-Video zur zweiten Sitzung unseres Seminars Sprache und Diskriminierung. Wir werden uns heute mit dem Thema Diskriminierung als Sprechakt auseinandersetzen, im Wesentlichen in Auseinandersetzung mit dem Text von Graumann-Wintermantel, den Sie zur Vorbereitung auf diese Sitzung gelesen haben. Ich werde aber auch ausführlich auf die Umfrage eingehen, die ich Sie habe ausfüllen lassen. Da sind sehr viele, sehr interessante Rückmeldungen bei mir eingegangen, die ich gerne kommentieren möchte. Ich möchte aber beginnen mit einem kurzen Rückblick auf die letzte Sitzung. Wir hatten uns das DWDS-Wortprofil angeschaut, wo wir sehen können, wie das Wort Diskriminierung im Pressediskurs eigentlich verwendet wird. Und wir hatten sehr schnell gesehen, auch wenn ich es noch nicht so benannt habe, aber das Phänomen ist, denke ich, klar geworden, dass Diskriminierung ein Stigma-Wort ist. Also sobald wir über Diskriminierung reden, dann eigentlich meistens in solchen Zusammenhängen, dass es beseitigt werden muss, dass es überwunden werden muss, dass Diskriminierung ein Problem darstellt. Also es gibt eigentlich kaum eine Möglichkeit, sich wirklich affirmativ, nicht kritisch auf Diskriminierung zu beziehen. Wir werden das später bei Graumann-Wintermantel auch nochmals wieder aufgreifen. Und nochmals meine Empfehlung, schauen Sie sich doch selber mal DWDS an und probieren mal die Möglichkeiten dort aus, Wortprofile sich anzeigen zu lassen, gerade auch im diachronen Verlauf. Es ist immer sehr, sehr aufschlussreich. Diskriminierung hatten wir definiert, eben in Anlehnung an Graumann-Wintermantel, Sie haben das ja auch jetzt gelesen, als Ungleichbehandlung von Personen auf kategorialer Basis, wie Sie formulieren. Und das kann sprachlich geschehen und auch nicht sprachlich, aber uns interessiert eben hier die sprachliche Diskriminierung. Das heißt also, dass sie sprachlich vorbereitet, ausgedrückt und vollzogen wird. Aber natürlich können wir auch mit Sprache Diskriminierung identifizieren, sie als solche benennen und wir können sie auch bekämpfen. Und vor allem im zweiten Teil des Seminars wird genau das auch Gegenstand unserer Diskussion werden. Wir hatten gesehen, wenn wir eine Theorie der Diskriminierung stricken wollen, dann brauchen wir so ein paar begriffliche Grundzutaten. Wir brauchen auf jeden Fall die Zutat der Gruppen und der Gruppenzugehörigkeit. Es geht immer um Stereotype und Bewertungen und es geht auch ganz zentral um Macht. Das ist was, was in nur sehr wenigen der Antworten durchgeschimmert ist, die ich von Ihnen bekommen habe in der Umfrage, aber uns wird das massiv beschäftigen. Vor allem auch im Kontext von Rassismus und Sexismus. Und wir hatten auch schon gesehen in den Beispielen, die ich Ihnen präsentiert habe, es gibt offensichtliche und weniger offensichtliche Formen der Diskriminierung. Und gerade die weniger offensichtlich sind bestimmt eine besondere Herausforderung, gerade auch für die linguistische Beschreibung, aber auch für uns im Alltag, wenn wir selber uns antidiskriminatorisch positionieren wollen, weil wir da auch insbesondere unseren eigenen Sprachgebrauch eigentlich immer wieder aufs Neue auf die Probe stellen müssen. Gut, ich hatte Sie darum gebeten, mal Stellung zu nehmen zu der Frage, inwiefern eigentlich Absicht eine Kategorie bei der Beurteilung von Diskriminierung sein sollte in Ihren Augen. Also können wir sagen, nur wenn eine Diskriminierung absichtlich geschehen ist, ist es wirklich eine Diskriminierung? Und noch anders gefragt, wenn jemand sagt, wir können uns alle vorstellen, wenn es dann heißt, hey, das war aber rassistisch, und dann sagt er, oh, tut mir leid, das wollte ich nicht, ich wollte doch hier niemanden rassistisch beschimpfen, ist das eine Entschuldigung, die uns überzeugt, ja oder nein? Und da haben Sie ausführlich geantwortet, vielen herzlichen Dank dafür. Da habe ich heute ein paar Stunden was zu tun gehabt, mir das alles durchzuarbeiten und ich möchte die wichtigsten Ergebnisse hier gerne referieren. Zunächst mal das Hauptargument, was ganz viele von Ihnen gebracht haben, ist das hier. Ob absichtlich oder nicht, ist eigentlich irrelevant. Was wirklich relevant ist, um darüber entscheiden zu können, ob etwas eine Diskriminierung ist, ist die Wirkung bei den Rezipierenden. Und da haben manche von Ihnen, was ich gut finde, nochmal eine Zweiteilung vorgenommen. Es geht um die direkt Adressierten, also die Diskriminierten selbst, sollen darüber befinden, ob etwas diskriminierend ist oder nicht. Aber es geht auch um die Wirkung bei den Mithörenden. Ja, also selbst wenn wir möglicherweise gar nicht von der Diskriminierung betroffen ist, kann es trotzdem bei uns Wirkungen haben, indem zum Beispiel unsere Weltbilder, unsere Denkmuster bestätigt und weiter verfestigt werden. Ja, und
darauf sollte man, so haben viele von Ihnen argumentiert, Acht geben. Und von dieser Perspektive aus sollte man sich überlegen, ob etwas diskriminierend ist oder nicht. Hier mal nur ein Beispiel dafür. Ich zitiere: Daher ist es leicht, diskriminierend zu handeln, ohne sich dessen bewusst zu sein oder es zu beabsichtigen. Doch auch diese Handlungen sind verletzend und tragen zur weiteren Normalisierung der Diskriminierung in unserer Gesellschaft bei. Und gerade diese nicht beabsichtigten Diskriminierungen sollten deswegen, so haben viele von Ihnen geschrieben, trotzdem auch besonders im Fokus stehen bei der Kritik an diskriminierenden Handlungen. Zum Beispiel heißt es dann hier, auch auf unabsichtliche Diskriminierungen sollte aufmerksam gemacht und das entsprechende Verhalten korrigiert werden. Ja, also man könnte ja auch sagen, erstmal so, ja, der hat sich jetzt rassistisch geäußert, aber der meint es bestimmt nicht so, schwamm drüber. Ja, und hier ist die Gegenposition, auch das sollte benannt werden, weil nur so ist es möglich, wirklich was zu korrigieren und langfristig zu verändern. Ich zitiere noch hier einen längeren Absatz: Nur wenn unwissentlich erfolgte Diskriminierung geahndet und Diskriminierende auf ihr Fehlverhalten hingewiesen werden, können ein Reflexionsprozess und im besten Fall ein Umdenken angeregt werden. Selbst wenn man sich selbst für eine nicht diskriminierende Person hält, also nicht absichtlich diskriminieren würde, kann man trotzdem von diskriminierender Sprache Gebrauch machen. Da stimme ich persönlich voll zu. Ich hatte ja Ihnen schon gesagt, dass ich es als meine Aufgabe betrachte, Sie und uns alle und auch mich immer wieder aufs Neue dafür zu sensibilisieren, wie sehr wir ständig in der Gefahr stehen, diskriminierend sprachlich zu handeln. Ja, und wir alle haben, glaube ich, hoffe ich, den Wunsch, möglichst nicht zu diskriminieren. Und wir würden es absichtlich eigentlich niemals tun. Und trotzdem tun wir es laufend. Ja? Und umso wichtiger ist es, da eine gewisse Aufmerksamkeit und eine kritische Haltung auch sich selbst gegenüber an den Tag zu legen. Dennoch haben ganz viele von Ihnen gesagt, dass die Kategorie der Absicht nicht völlig irrelevant ist. Also es sollte nicht unbedingt ein Ausschlusskriterium sein, dass man sagt, nur wenn etwas nicht absichtlich diskriminiert ist, dann ist es einfach keine Diskriminierung. Ja, das lehnen die meisten von Ihnen ab. Aber viele von Ihnen haben den Impuls gehabt zu sagen, naja, wenn was absichtlich passiert, dann hat das nochmal ein anderes Gewicht. Es fällt noch mehr ins Gewicht, heißt es hier. Und als die unabsichtliche und ist streng zu verurteilen. Eine Person hat auch formuliert, es kann und sollte eine Unterscheidung bei ihrer moralischen Bewertung getroffen werden. Viele von Ihnen waren dann so ein bisschen vage, aber ich habe es mal so rausgelesen, dass es ein Unterschied ist, ob man die Diskriminierung einer Person wirklich als Person vorwerfen kann und ihr deswegen persönlich ankreiden kann, du bist ein schlechter Mensch, weil du dich jetzt diskriminierend geäußert hast. Das ist bestimmt gerechtfertigt, wenn jemand absichtlich diskriminiert. Ja, dann kann man sagen, du hast eben einfach keinen Respekt. Du bewertest Menschen nach unterschiedlichen Kategorien, wissentlich, und das ist ein besonders moralisch zu verurteilendes Verhalten. Wohingegen jemand, der nicht absichtlich diskriminiert, weil er es nicht besser weiß, da sind wir vielleicht bereit, die Diskriminierung als solche zu ahnden und zu sagen, das war ein falsches Verhalten, aber ich kreide es dir als Person nicht an. Ja? Also die moralische Bewertung, was die persönliche Verantwortlichkeit anbelangt, die mag doch nochmal unterschieden sein, je nachdem, ob wir absichtlich oder unabsichtlich diskriminieren. So das Argument, was ich bei vielen von Ihnen gelesen habe. Und davon ausgehend ist natürlich auch die Frage nochmal neu zu stellen, ob es eine Entschuldigung sein kann. Also viele von Ihnen haben gesagt, man kann nicht einfach die Diskriminierung ungeschehen machen, dadurch, dass man sagt, das war nicht meine Absicht. Ja, aber es kann sehr wohl etwas aussagen, sozusagen über die persönliche Verantwortlichkeit, die der Einzelne hat. Ja? Es kann eine Entschuldigung sein, heißt es hier. Aber, da kommt die Einschränkung, die ich gerne vorlesen möchte, es zeugt aber davon,
dass die ausführende Person sich vorher offenbar keine Gedanken über die Diskriminierung in der jeweiligen Situation gemacht hat oder, wichtige Ergänzung, machen musste, da sie in Bezug auf diese konkrete Situation wahrscheinlich einer privilegierten Mehrheitsgesellschaft angehört. Das ist ein Argument, was uns noch vielfach beschäftigen wird in diesem Seminar. Hier geht es um Privilegien, um die Frage, ist man Teil der Mehrheit oder nicht? Ist man selber Diskriminierungserfahrungen ausgesetzt? Hat man Anlass nachzudenken über den potenziell diskriminierenden Gehalt? Und wenn man nie als Betroffener damit Kontakt hatte, dann geht es leicht von der Hand zu sagen, das war ja nicht meine Absicht, das wollte ich nicht, sorry. Und es kann dann, wie gesagt, auch vielleicht ein bisschen die persönliche Schuld abmindern. Es zeigt aber eben auch, es lässt tief blicken auf eine Art, ja, offenbar hat sich diese Person noch nie wirklich Gedanken gemacht. Und da kann man vielleicht schon nochmal einen Vorwurf draus stricken, beziehungsweise daraus würde ich immer den Appell ableiten, wir sollten eben selbstkritisch sein, wir sollten uns Gedanken machen und aus der potenziell betroffenen Perspektive heraus unseren Sprachgebrauch kritisch überprüfen. Hier nochmal ein anderes Argument. Gleichwohl kann die Entschuldigung auch eine überzeugende Entschuldigung sein, wenn eben tatsächlich Unwissenheit darüber besteht bzw. bestand, dass beispielsweise eine Diskriminierungshandlung vollzogen wird, wenn bestimmte Äußerungen formuliert werden. Ja, also Entschuldigung hier im Sinne von, das war nichts, was ich wollte nicht diskriminieren, ja. Das kann ja schon überzeugend sein und kann auch eine betroffene Person vielleicht auf eine gewisse Art und Weise milde stimmen. Es zeigt dann aber eben wiederum, dass vor allem Unwissenheit besteht. Und diese Unwissenheit ist nun sehr wohl etwas, woran wir kritisch an uns arbeiten können. Ja, das sind jetzt die Argumente gewesen von denen, die eher gesagt haben, Absicht soll eigentlich keine Rolle spielen. Aber es gab trotzdem auch andere Stimmen, die da ein bisschen kritischer waren und auch denen möchte ich hier Raum geben. Ach, das hier habe ich noch vergessen, genau. Viele haben noch angedeutet, dass die Beziehung zwischen Sprecherin und Hörerin ja auch relevant ist. Zum Beispiel haben manche von Ihnen auf das Phänomen hingewiesen, dass betroffene Gruppen selbst die Begriffe verwenden, mit denen sie normalerweise diskriminiert werden. Ja, wenn also schwarze Menschen von sich selber als Nigger sprechen, ist es was anderes, als wenn weiße Menschen schwarze Menschen als Nigger bezeichnen und so weiter. Und aber auch, dass die Möglichkeit, dass man in freundschaftlichen Beziehungen, in der privaten Kommunikation Dinge sagt, die man in der Öffentlichkeit vielleicht nicht sagen würde und die da nochmal anders zu bewerten sind, auch das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ja? Gut, aber jetzt zu den eher kritischeren Sachen. Manche haben die Gefahr gesehen, dass wenn man das jetzt zu sehr loslöst von der Intention, dann läuft es letztlich darauf hinaus, dass immer jeder und jede sagen kann, ich fühle mich jetzt diskriminiert. Und das würde zu einem Klima der Übervorsicht führen, so heißt es hier in diesem Argument. Es entsteht vielmehr die Gefahr, dass sich die Gesellschaft nicht weiter öffnet, sondern vielmehr verschließt, und zwar aus Angst, etwas Falsches zu sagen. Ich denke, man sollte hierbei eine gesunde Toleranz schaffen und nicht alles auf die Goldwaage legen. Also hier wird die Gefahr gesehen, dass man gerade in dieser kritischen Arbeit an sich selbst, die ich gerade erwähnt habe, dass man es hier sozusagen übertreibt und ein Klima der Angst schaffen würde. Ja? Die Angst, etwas Falsches zu sagen. Und wir alle kennen solche Situationen, denke ich, dass man sich plötzlich auf die Zunge beißt und dann sagt, darf man jetzt überhaupt noch Menschen mit Migrationshintergrund sagen oder ist es schon diskriminierend? Ja, ich glaube, auf diese Aspekte zielt es ab. Ja, ich würde mal die Frage zurückstellen, ist es denn schlimm, wenn man sich fragt, wenn man sich die Frage stellt, ist es möglicherweise diskriminierend? Für einen selber ist es vielleicht hemmend, für Menschen, die betroffen sind, möglicherweise ein großer Gewinn, wenn die Gesellschaft sich Gedanken macht und nicht einfach die Belange beiseite schiebt. Ja? Aber ich sehe schon das Argument, ich kann dem was abgewinnen. Auch hier, es geschieht sicher schnell im Gespräch,
schreibt eine Person, dass durch eine Äußerung sich eine Person diskriminiert fühlen kann. Die betroffene Person sollte meiner Meinung nach versuchen zu unterscheiden, ob diese Diskriminierung bewusst vorgenommen wurde oder nicht. Also hier wird die Beweislast sozusagen auf die andere Seite geschoben. Hier heißt es, die betroffene Person, die sollte zunächst mal überlegen, ob das wirklich absichtlich war. Also bevor man sich, also wenn man sich diskriminiert fühlt, bevor man daraus einen Vorwurf strickt, sollte man erst nochmal kritisch in sich hineinhorchen und prüfen, ist es wirklich eine absichtliche Sache gewesen, ist es nur aus Unwissenheit geschehen, und dann erst sollten sowas wie zur Redestellungen oder sowas erfolgen. Das ist hier der Vorschlag, um zu verhindern, dass es Überempfindlichkeiten gibt. Und hier noch ein Hinweis, den ich auch interessant finde. Wenn jetzt beispielsweise jeder, der sich unbewusst diskriminierend äußert, umgehend als Rassist, Sexist, Homophob und so weiter stigmatisiert wird, Punkt, Punkt, Punkt. Der Satz geht noch weiter, aber das Entscheidende steckt hier schon drin. Und da ist ein wichtiger Punkt angesprochen, wenn es heißt, wenn jemand als Rassist stigmatisiert wird. Und das ist ja tatsächlich so. Also wenn Sie eine öffentliche Person des Rassismus bezichtigen und das glaubhaft vermitteln können und das von den Medien aufgegriffen wird, dann ist diese Person sozial erledigt. Also ein Politiker, der sich rassistisch äußert, bekommt massive Probleme. Clemens Tönnies von Schalke 04, der sich rassistisch geäußert hat, hat massive Probleme gekriegt. Es ist also tatsächlich ein Stigma, als Rassist zu gelten. Ja, und hier wird davor gewarnt, dass man mit diesen Stigmatisierungen leichtfertig umgeht. Es besteht allerdings, das möchte ich aus meiner persönlichen Meinung heraus sagen, die Gefahr bei so einer Argumentation von dem, was man Täter-Opfer-Umkehr nennt. Ja, dass also Menschen, die rassistisch beleidigt werden, das zur Sprache bringen und dann diejenigen, die dann des Rassismus bezichtigt werden, vor allem darüber sprechen, dass sie ja als Rassisten jetzt ausgegrenzt werden. Und dann passiert es schnell, ohne dass das unbedingt so geplant gewesen ist, dass die Aufmerksamkeit sich von den Betroffenen allzu sehr auf die Täter verlegt und aber genau das Tätersein der Täter dadurch, wie soll man sagen, marginalisiert wird, kleingeredet wird. Ja? Aber das Argument, denke ich, ist schon deutlich geworden, dass man vielleicht auch vorsichtig sein sollte im Interesse eines gütlichen Zusammenlebens mit den doch wirklich schwerwiegenden Vorwürfen. Ist übrigens was anderes in meiner Meinung nach, ob man jemanden als Rassist beschimpft oder ob man oder als Rassist bezeichnet oder ob man versucht, ihm klarzumachen, dass er sich rassistischer Denkmuster oder Redeweisen bedient. Ja? Und so würde ich, glaube ich, dann versuchen vorzugehen. Gut, vielen Dank. Das also Ihre Rückmeldungen. Ich denke, damit haben wir eine ausgezeichnete Ausgangsbasis für die weitere Diskussion. Und das passt natürlich auch alles ganz hervorragend zu dem, was Sie gelesen haben in dem Text von Graumann-Wintermantel, Diskriminierung als Sprechakt, der, das werden Sie gemerkt haben, eine sehr, sehr weitreichende Position vertritt. Also was da alles als Diskriminierung gefasst wird, sind Dinge, die Sie wahrscheinlich gar nicht im Sinn hatten, bevor Sie den Text gelesen hatten. Also es ist ein sehr weitreichendes Verständnis. Und es geht ganz prinzipiell in diesem Text um die Strategie, andere auszuschließen, aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit auf sozialen Abstand zu halten oder auf niedrigere soziale Positionen zu verweisen. Und diese Strategie wird mit einer Reihe diskriminierender Verhaltensweisen umgesetzt, von denen viele auf den Möglichkeiten basieren, die die Sprache bietet. Ja, also das ist der Punkt, aufgrund von Gruppenzugehörigkeit, es geht um sozialen Abstand, um niedrige soziale Positionen und das können wir mit Sprache tun. Und das Thema des Textes ist das hier, es geht um Funktionen sozialer Diskriminierungen und die Sprechweisen, die es ermöglichen, andere zu diskriminieren. Funktionen ist wichtig, dass Sie das sagen. Sie sagen nämlich nicht so sehr die beabsichtigten Zwecke, ja? Also nicht, was wir beabsichtigen, wenn wir diskriminieren. Das ist nicht der Punkt, denn Sie sagen ja Absicht, da können wir sowieso nicht in die Köpfe reingucken. Aber die Funktionen, das, was es tatsächlich leistet,
und welche Denkmuster zum Beispiel bedient werden. Das lässt sich untersuchen, lässt sich beschreiben und zwar relativ losgelöst von der Frage, ob es absichtlich geschieht oder nicht. Ganz kurz zu den Fragen, die ich, zu den Leitfragen, die ich Ihnen gegeben habe. Welche Gründe führen Sie für Ihren Fokus auf implizite Formen der Diskriminierung an? Da schreiben Sie, dass, und das hatten wir gesehen in der DWDS-Erhebung, dass offene Diskriminierung in modernen Gesellschaften sanktioniert wird. Also wenn erstmal der Rassismus als solcher benannt ist, dann ist es Konsens, dass dagegen was getan werden muss. Ja? Und wirklich so ein ganz offener Rassismus, ein ganz offener Antisemitismus, ganz offener Sexismus, das gibt es auch, ja, gerade im Internet, aber so im öffentlichen Diskurs ist es Gott sei Dank inzwischen weitgehend, also wird nicht mehr geduldet, wird sanktioniert, was aber nicht dazu führt, dass es keinen Rassismus mehr gibt, sondern er verlagert sich, ja, er sucht sich den Weg ins Implizite. Und deswegen haben sie auch diesen Fokus darauf. Und die Funktionen diskriminierenden Sprechens sind das, was sie in dieser langen Auflistung auch mit den Schaubildern präsentieren. Trennen, distanzieren, akzentuieren von Unterschieden, abwerten und festschreiben. Und all das kann nicht sprachlich geschehen, aber eben auch gerade sprachlich. Und sie nennen ja auch viele Beispiele dafür, wie das funktioniert. Ganz wichtig, die Wir-Sie. Unterscheidungen, also selten ist es wir, ihr, sondern vor allem wir versus die anderen. Wir distanzieren, indem wir distale Ausdrücke verwenden, aber auch Formen der Nicht-Unmittelbarkeit. Da nennen Sie ja das Beispiel, dass man, oder das kennen wir, wenn wir von Flüchtlingsströmen sprechen und dabei gar nicht mehr, oder von Migrationswellen und dabei gar nicht mehr die einzelnen Personen und Schicksale im Blick haben. Auch das sehen Sie schon als Vorform von Diskriminierung. Es werden Unterschiede akzentuiert und überakzentuiert und natürlich ganz zentral die Abwertung durch Schimpfwörter zum Beispiel. Aber auch der letzte Punkt ist wichtig, festschreiben, indem wir Menschen Etiketten zuschreiben und ihnen anhängen, ja, sie in Kategorien reinpacken. Und sie dann nur durch die Brille dieser Kategorisierungen sehen. Wir werden viele, viele Beispiele sehen im weiteren Seminar, werden auch bei Kübra Gümüşsay, die wir für nächste Woche lesen werden, dazu was erfahren. In welche Zusammenhänge von Sprache und Diskriminierung werden unterschieden? Dazu nennen Sie ja im Wesentlichen drei. Zunächst mal, das ist das Wichtigste, Sprechen kann ein Vollzug diskriminierender Handlungen sein, eben zum Beispiel, indem wir abwertende Gruppenbezeichnungen wie Polacken zum Beispiel verwenden. Es gibt aber auch, und da haben auch manche von Ihnen darauf hingewiesen in Ihren Antworten zur Umfrage, dem Sprachsystem inhärente Diskriminierungen. Das verbreitetste ist bestimmt das generische Maskulinum, was in den Augen vieler, und auch in meinen Augen ganz systematisch Frauen diskriminiert, indem sie sie einfach nicht benennt, ja? Und von ihnen verlangt, dass sie sich mitgemeint fühlen, was Männer übrigens nicht bereit sind zu tun, wie man an den Versuchen der Uni Leipzig sehen kann, die mal das generische Femininum eingeführt haben. Und von den Männern verlangt, sich mitgemeint zu fühlen. Da gab es wilde, wütende Proteste. Und es gibt die Diskriminierung aufgrund von Sprechweisen, dass wir also aufgrund der Art und Weise, wie wir sprechen, diskriminiert werden. Zum Beispiel türkisch-deutscher Akzent, was auch Kiezdeutsch genannt wird. Wenn Sie mit Kiezdeutsch ein Bewerbungsgespräch führen oder an der Uni eine mündliche Prüfung machen wollen, dann werden Sie diskriminiert, dann werden Sie nicht gleichberechtigt behandelt. Und es ist nicht so, dass Akzente als solche zu einer schlechteren Bewertung führen. Wenn Sie einen französischen Akzent haben, ist es überhaupt kein Problem. Aber türkisch-deutscher Akzent führt dazu, dass Sie für weniger gebildet gehalten werden, dass man Ihnen bestimmte Berufe nicht zutraut und so weiter. Und deswegen sieht man, dass das natürlich mit rassistischen Denkmustern zusammenhängt. Sonst ließe sich nicht erklären, warum das für französische Akzente oder italienische oder englische nicht genauso gilt.
Die vier Formen diskriminierenden Sprechens, die sie unterscheiden, sind ja auch in dieser Kreuzklassifikation direkt, indirekt, explizit, implizit. Mal das Beispiel hier explizit, wo wir also das Wort Kanake haben als eine ausdrückliche Beschimpfung nicht nur von Ausländern, sondern vor allem von südländischen, ja, Türken und so weiter, die normalerweise als Kanaken bezeichnet werden. Das kann nun direkt geschehen, indem ich direkt jemanden als Kanake beschimpfe oder indem ich auch nur indirekt über Kanaken spreche. Und implizit hingegen wäre sowas wie Gastarbeiter. Gastarbeiter ist zutiefst diskriminierend, wie ich bestätigen kann, aus eigener Erfahrung, meiner einzigen Diskriminierungserfahrung in meinem Leben als Betroffener, als ich in der Schweiz als Gastarbeiter bezeichnet wurde. Ich habe mal in der Schweiz gewohnt und gearbeitet und dann wird es unmittelbar einsichtig, dass man offenbar, also man darf zu Gast sein, ja, man darf arbeiten, mehr hat man aber bitteschön nicht zu tun in diesem Land und das ist diskriminierend, ausgrenzend, abwertend und verletzend. Und das kann auch direkt in der direkten Anrede sein oder auch indirekt, indem nur über Gastarbeiter geredet wird. Ja, aber das ändert nichts daran. Ich hatte genau genommen in einem Schulaufsatz das gelesen von den deutschen Gastarbeitern. Ich war also gar nicht direkt adressiert und trotzdem hat es mich doch auf eine Art getroffen. Gut, als letzten Punkt für heute möchte ich gerne noch den Unterschied zwischen Beleidigung und Diskriminierung ansprechen. Es gibt ja persönliche Beleidigungen und wir sprechen auch von rassistischen Beleidigungen und so weiter. Wir können sagen, Beleidigung ist die Verletzung eines Achtungsanspruchs einer Person. Man hat das früher mal Ehrverletzung genannt. Inzwischen spricht man da eher von anderen Dingen, von der Identität und so weiter. Aber das Wichtige ist, es gibt einen Achtungsanspruch, den ich als Person habe und dem wird zuwiderlaufen. Dem wird, wie sagt man, dem wird nicht entsprochen. Sowas hier, du blödes Arschloch oder du Vollpfosten. Das sind Beleidigungen, aber keine Diskriminierungen. Hier fehlt nämlich das Moment der Gruppenzugehörigkeit, ja? Oder das Gruppenbezogene, was wir gesehen haben, auf kategorialer Basis, formulieren Graumann und Wintermantel. Das fehlt hier. Wir könnten zwar sagen, du blödes Arschloch diskriminiert die Gruppe der Arschlöcher, aber das macht ja irgendwie keinen Sinn. Ja? Da ist es bei ihr Scheißkanaken oder ähnliches anders. Bei Schwarz-Friesel Reinhardt können Sie das nachlesen in dem Buch über Judenfeindschaft im 21. Jahrhundert. Da heißt es hier, mit sprachlichen Äußerungen werden Menschen als Individuen und oder als Mitglieder von Gruppen angegriffen, beleidigt, verhöhnt, bedroht oder diffamiert. Spielt bei einer Verbalattacke der Bezug auf die Gruppe, der diese Person angehört, eine Rolle, handelt sich um eine verbale Diskriminierung. Von nur aggressiven, aber nicht notwendigerweise diskriminierenden Sprechakten unterscheidet sich die Diskriminierung als verbale Handlung durch die Komponente gruppenbezogen. Ja, also das ist ein relativ präzises Kriterium. Wenn jemand sich wegen irgendwas einfach beleidigt fühlt, persönlich beleidigt fühlt, ja, aber es fehlt das Moment, dass man ihn qua Gruppenzugehörigkeit beleidigt hat. Dann kann man sagen, gut, er ist beleidigt, aber diskriminiert worden ist er nicht. Hate Speech ist ein Begriff, der auch immer wichtiger geworden ist in der ganzen Diskussion um Diskriminierung, wird von Maybauer so definiert, ist der sprachliche Ausdruck von Hass gegen Personen oder Gruppen, insbesondere durch Verwendung von Ausdrücken, die der Herabsetzung von Verunglimpfung von Bevölkerungsgruppen dienen. Also auch hier wieder dieser klare Bezug zur Gruppenzugehörigkeit. Es gibt hier eine ganz klare Schnittmenge zum juristischen Tatbestand der Volksverhetzung, wie auch im Strafgesetzbuch festgehalten ist. Es ist also volksverhetzend, wenn wir ganz pauschal uns antisemitisch über die Juden äußern, zum Beispiel. Es ist ein Strafbestand, wenn wir uns ganz pauschal negativ über die Türken äußern. Das kann unter diesen Paragraphen der Volksverhetzung fallen. Ja? Und also Sprachausdruck von Hass, wobei es hier sehr schwierig ist, was meint hier Hass wirklich so ein
individuell gefühlter Hass oder ist es nur eine Äußerung, die möglicherweise Hass hervorrufen kann bei anderen? Da ist die Diskussion noch offen. Stefanovic hat in der sehr lesenswerten Broschüre von der Antonio Amadeo Stiftung es so formuliert: Hassrede unterscheidet sich vom alltagssprachlichen Begriff der Beleidigung dadurch, dass letztere dann gegeben ist, wenn jemand als Individuum verunglimpft oder herabgewürdigt wird, also nicht als Mitglied einer Gruppe oder über seine Zugehörigkeit zu dieser Gruppe. Also wie bei Schwarzwaldel Reinhardt auch, das Moment der Gruppenzugehörigkeit macht den Unterschied aus zwischen Hassrede, Schrägstrich Diskriminierung und Beleidigung. Noch ein wichtiger Gedanke, der uns auch noch beschäftigen wird, das nimmt nochmal Bezug auf diese Unterscheidung direkt-indirekt, ja, also direkt adressierend oder nur im Reden über jemanden. Es gibt ja interessante Zwischenfälle oder Überlagerungsfälle, sage ich mal. Dazu möchte ich gerne Stefanovic zitieren. Sie können direkt auf die bezeichnete Gruppe angewendet werden. Sie, das sind also diese Hate Speech-Ausdrücke. Zum Beispiel, wenn ein homosexueller Mann Schwuchtel genannt wird. Und das passiert Menschen, die sich in der Öffentlichkeit als Homosexuelle zu erkennen geben, laufend, dass man ihnen Schwuchtel oder Ähnliches hinterherruft. Das ist das eine, aber es gibt auch den Fall, dass es indirekt verwendet wird auf jemanden, der eigentlich gar nicht zur bezeichneten Gruppe gehört. Zum Beispiel, wenn ein heterosexueller Mann Schwuchtel genannt wird. Oder eine Person hat hat in den Umfragen gesagt, dass sie manchmal das formuliert, ey, das ist so schwul im Sinne von, also als abwertend, als Abwertung, ja, um etwas negativ zu charakterisieren. Das ist hier was Ähnliches. Also oder was Vergleichbares, wenn ein heterosexueller Mann als Schwuchtel bezeichnet wird. Im Fußball passiert das laufend. Ja? Und die Hassrede, so formuliert Stefanovic, richtet sich dabei in beiden Fällen auf die bezeichnete Gruppe. Ja? In diesem Fall homosexuelle Männer, während der nicht zur bezeichneten Gruppe gehörende Adressat nur beleidigt wird. Wir haben ja also den interessanten Fall, in dem nochmals zur Klärung: heterosexuelle Männer beschimpfen sich gegenseitig als Schwuchtel, dann beleidigen sie sich gegenseitig und zwar als Personen, aber gleichzeitig diskriminieren sie alle Homosexuellen. Ja, und deswegen ist es auch nicht damit getan, das ist der interessante Punkt daran. Die Frage ist ja, war es beabsichtigt als Diskriminierung? Möglicherweise nein. Wir können auch sagen, es hat sich auch der Adressat nicht beleidigt oder nicht diskriminiert gefühlt. Trotzdem ist es eine Diskriminierung. Also wir können auch nicht nur sagen, dass allein die Adressierten unbedingt darüber befinden sollen, ob was eine Diskriminierung ist oder nicht, sondern die Betroffenen. Und die Betroffenen sind nicht notwendigerweise auch die direkt Adressierten. Ja? Gut, und wir haben jetzt die Möglichkeit in der Gruppenarbeit, sich mit sprachlicher Diskriminierung konkret auseinanderzusetzen. Und zwar dürfen Sie sich an die Front begeben. Wir werden uns erstmal zu Anschauungszwecken nicht mit impliziter Diskriminierung beschäftigen, sondern mit expliziter Diskriminierung. Und ich glaube auch mit absichtlicher, wobei das keine Rolle spielt. Wichtig ist, dass es explizite Diskriminierung ist. Ich entschuldige mich jetzt schon mal vorab für die sehr drastischen Texte. Sie stammen von der rechtsextremen Seite PI News, Politically Incorrect, wo also Menschen ganz gezielt gegen das angebliche Meinungsdiktat politische Korrektheit verstoßen. Und sie sind gebeten, das, was wir im Text von Graumann-Wintermantel gelesen haben, darauf anzuwenden. Vielen Dank. Tschüss.